Fuck. Warum sind da rote Augen? Oh nö. Hallo Horrorfreaks und herzlich willkommen zu dem Spiel Satan Moans. Ich habe keine Ahnung, um was es in diesem Spiel geht. Ich weiß halt nur, es soll wohl sehr, sehr gut sein. Ich habe es jetzt vor ein paar Tagen auf meinem PC gefunden und dachte mir, bevor wir wieder weitermachen mit Pools, schauen wir uns dieses schöne Meisterwerkchen an hier. Ich möchte euch nur kurz nochmal darauf hinweisen. Ich habe gerade Augentropfen nehmen müssen, weil ich eine ganz, ganz leichte Bindehautentzündung habe. Durch diese Augentropfen sehe ich wie ein Fisch. Also wenn da ein paar Sachen sind, die ich nicht lesen kann oder falsch lese, tut's mir leid. Aber das kann mal passieren, ne? Ach, wir sind schon im Spiel. Crazy. Was ich weiß tatsächlich... Okay. Candle Slot. Ist das was Gutes? Das ist ein Candle Slot. Ich habe auf jeden Fall einen Leiter. Kann ich benutzen? Ja. Sehr nice. Kann ich das Licht machen? Nein. Das ist dunkel. Kann ich das jetzt? Wie kann ich denn damit machen? Ich hab keine Ahnung. Okay, ist der Generator vielleicht im Keller? Oh, warte mal. Gefunden. Oh, geil. Perfekt. Wir machen erstmal überall das Licht an. Weil ich habe Angst im Dunkeln. Zumindest in Horrorspielen. Was habe ich hier? Was habe ich denn jetzt genommen? Ich weiß nicht, was ich jetzt gemacht habe. Oh Gott. Ich höre gruselige Musik. Kann ich nicht öffnen. Oh, und Kinder lachen. Können wir vielleicht auch mal ein Horrorspiel spielen ohne Kinder? Aber das ist jedes Mal so. Kinder sind gruselig. In solchen Games. Kann ich das hier aufmachen? Müssen wir uns hier nicht irgendwo verstecken. Oh. Ich sehe nichts. Ich sehe keinen Lichtschalter, nichts. Ah, ich will da nicht reingucken. Ich will da nicht reingucken. Könnte böse enden. Geht nicht auf. Danke, Mann. Na, ich glaube, ich kann die Kerze aber allgemein, das Feuerzeug ausmachen. Okay. Steht hier. You are walking between death and life. Warum? Was geht denn jetzt ab? Wo
machen wir jetzt hier eine Nummer. Was ist denn hier schon mal? Eins, fünf, acht, vier? Eins? Oh. Fünf? Acht? Vier! Nö. Oh, ich hasse das. Weil jetzt müssen wir erstmal gucken, in welche Reihenfolge die überhaupt sind. 8415 vielleicht? 8 4 1 5 Oh! Ja, was ist hier? Ein Schlüssel. Ich brauche Licht. Ich habe nichts gesehen, ist das Problem, weil ich habe mich vom Sound erschrocken. The fuck? Warum sind da rote Augen? Oh nö. Ist das jetzt nicht wahr? Bitte nicht. Muss ich das wieder anmachen? Aber ich habe das Gefühl, irgendwas wollte auf mich zukommen. Aber dadurch, dass ich den Licht angemacht habe, ist halt wohl nichts geworden. Kann ich jetzt vielleicht noch hoffen, dass ich da mache? Oh mein Gott, geil. Ich liebe dich, Spiel. Ach du, probieren wir es hier einfach lieber nicht aus. Och, Dicker. Okay. Okay, ich glaube, hier brauchen wir gar nichts machen. Aber hier, weil die Tür ging von alleine auf. Kennt ihr? Oh mein Gott. Ich kenne das. Das Haus kenne ich. Ich will einfach kurz die Tür schließen, weil ich fühle mich sehr beobachtet. Kann ich? Danke. Dieses Haus hatten wir schon mal in einem Horrorspiel gehabt. Zumindest so ähnlich. Es gibt ja immer so diese Grundumrisse. Und das hatten wir damals zu einem Halloween Horror Special gespielt. Das weiß ich noch. Den kam mir das gerade auch die ganze Zeit bekannt vor. Ein Apple? Krass, sind sogar Fingerabdrücke drauf. Das ist gut gemacht. Das ist gut. Sowas mag ich. Okay, wir haben wieder so ein Candle-Slot. Ich weiß gar nicht, wofür die überhaupt da sind. Okay, geht nicht auf. Das hier auch nicht. Was ist das hier? The phone is ringing. Can you hear that? Ja, wo ist denn das? Ist das Handy? Ah, das muss da unten sein. Wo ist das denn? Das? Hier müsste doch irgendwo eins sein.
kann ich. Aber ich kann nichts machen. Stop trying. Get out of here. Okay. Oh! Oh nein, ich muss wieder Strom anmachen. Oh, bitte nicht. Oh, hallo. What the fuck? What? Wo ist das? Oh, scheiße. Got it. Ich will erst mal hier wieder Lichter machen. Okay, wait. Ich glaube, wir müssen wieder nach oben gehen. Moin. Ach, du verfolgst mich jetzt auch schon. Warum ist da niemand? Bitte müssen wir den jetzt nicht finden. Müssen wir diese Tür irgendwo finden, die da auf dem Computer, auf dem Fernseher gezeigt wurde? Weil ich habe absolut irgendwie keinen Plan gerade. Und mit der Tür hier. Die geht nicht auf. Die auch nicht mehr, ne? Ne. Wow. Ja. Wait, ich muss das nochmal mir angucken. Ich kann aber auch nicht lesen, was da steht. Also ich sehe halt nur hier seinen Oberkörper, da so komische Hände, ein Zettel und eine Tür. I don't get it. Kann ja nur oben irgendwas sein. Haben wir irgendwas übersehen? Diesen Cannon-Spot einfach gar nicht.
ich das werfen? Nein. Kann ich hier irgendwas aufmachen? Irgendwelche. Natürlich, das Wasser tropft. Typisch. Was ist das? Rotes Buch. Okay. Jetzt. Oh, ich dachte gerade, da steht jemand. Jetzt bin ich überfordert und weiß gar nicht mehr weiter. Boah. Oh, ich glaube, ich bin blöd. Ich glaube wirklich, ich bin blöd. Hier muss so ein Zettel liegen. Oh mein Gott, ja. You shouldn't know. Boah, ich kann es nicht lesen. You shouldn't have done this. Say goodbye to all your loved ones. Boah, ich habe Angst, den Zettel jetzt wegzutun. Jo, ich wusste es. Kann ich gehen? Kann ich gehen? Ich will gehen. Hallo. Oh! Kann ich jetzt nach Hause gehen? Kann ich gehen? What the fuck? Schon wieder Zeit zum Essen? Oh, ist ein Totenkopf drin. Ich warte nur, bis da irgendwann jemand drin sitzt, ne? Real Talk. Boah. Was ist das noch für ein Sound? I don't get it. Wieder ein neuer Zettel oder ist das von gerade noch? Ja, ist nichts Neues. Warum kann ich das Licht hier nicht anmachen? Fuck off. Oh. Schönes Badezimmer. Hübsch hier. Und jetzt? Ja, schöne Bilder. Klo. Muss ich hier bei der Mary spielen oder was? Was ist, wenn... Warum... Kommt sowas immer, wenn es dunkel ist? Also kann er keine Helligkeit ab, oder was? Ach, was weiß ich. Keine Ahnung, warum wir jetzt hier rein konnten. Hier jetzt rein? Nein. Kann ich hier rein? Oder raus?
Kann ich das als Spiritbox benutzen? Geht das? Jetzt geht's ja hier auf. Also irgendwas können wir doch hier machen. Leute, ich habe keinen Plan jetzt gerade, bin ich ehrlich. Was ist das? Oh. Hallo, ich will's benutzen. Hallo? Hä? Bist du dumm? Oh, warte mal. Wait. Check ich gerade nicht. Ah. Okay. Ich habe jetzt wenigstens eine Taschenlampe. Besser als dieses komische Feuerzeug. Finden. Oh Gott. Weil die Batterie vom... Oh, das ist schon nicht lange. Wo steht er? Ah. Oh mein Gott, leck mich fett. Nosferatu ist wieder am Werk. Nosferatu! Scheiße. Das ist so geisteskrank, dieses Spiel. Irgendeine Tür hat sich hier, glaube ich, geöffnet. Aber ich kann euch nicht sagen, welche. Hier vielleicht? Nee. Oh, warte mal. Vielleicht die Tür? Hä? Oh! Okay, hier sind wir wieder am Anfang. Okay. Das heißt, sie ist jetzt hier weg. Was?
mehrere von denen? Ey gut, wäre dumm, wenn nicht, ne? Oh, die Bilder sind runtergefallen. Gib meine Taschenlampe nicht mehr. Kann ich das hier überhaupt machen? Ich würde hier gerne, aber irgendwie lässt du mich nicht, du doofe Kuh. Ah! Oh mein Gott. Ich hab alles umgeworfen. Oh mein Gott. Oh Gott. Okay, und jetzt? Wo ist sie überhaupt? Ey, da ist einer duschen. Endlich hier rein. Das ist gut. Tresor. Das ist wohl ein Büro. Ach so. Wir brauchen einen Notarzt. Ich zünde eine Kerze für dich an. Kann ich nicht. Okay. Okay. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid, ja? Ich bin weg. Oh Gott. Jetzt kurz einmal was ausprobieren. Ich habe jetzt hier diese Kerze. War das gut? Muss das so sein? Eine Kerze. Nein, nicht jetzt. Nicht jetzt. Warum geht das nicht auf? Scheiße. Oh fuck. Wait. Oh scheiße.
Nee, die war. Oh nein, warte. Sehr gut. Ganz viele Kerzen haben wir jetzt hier. Okay, die müssen wir dann irgendwo aufstellen. Damit können wir die dann rufen. Und sie sterben. Richtig? Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir überhaupt. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Wo war noch eine Kerze? Nein, die haben wir gerade genommen. Ist hier noch irgendwo eine Tür aufgegangen? Ich meine, ich habe irgendwas gehört. Zeichen jetzt? Kann ich gehen? Kann ich nach Hause? Fuck. Ja, und jetzt? Ich habe doch jetzt eigentlich alles gemacht. Oder?
doch jetzt eigentlich alles hier erledigt, was es zu erledigen gibt, denke ich mal. Aber was jetzt? Okay, wir brauchen irgendwas für die Tür. Aber ich... Oh, der war vorhin noch nicht offen. Ha. Gut. Und jetzt können wir gehen. Tschüss. Wow, wow. Okay. Was ein Ende. Was soll ich euch jetzt sagen, ne? Ja, okay. Es war ein cooles Spiel. Hat Spaß gemacht. Ich fand es ziemlich cool. Die Jumpscares, die kamen abrupt. Das war gut. Das heißt, die haben mich umgehauen, weil, ne? Aber... Weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, war cool. Hat Spaß gemacht, aber... Es muss nicht nochmal sein, aber ich packe euch natürlich den Link zu diesem Spiel trotzdem in die Beschreibung und hoffe, es hat euch gefallen. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Und wir sehen uns demnächst zu einem neuen Video hier bei Demented Horror.